herzlich willkommen im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin, zur vierten Ausgabe der Volkswagen Art for All Online Edition. Mein Name ist Gabriele Knappstein, ich bin die Leiterin dieses Museums und habe gemeinsam mit Udo Kittelmann die aktuelle Ausstellung Katharina Grosse, It Wasn't Us, kuratiert. Ich freue mich sehr, dass ich heute gemeinsam mit der Künstlerin diese Ausstellung in Form eines Video-Walks vorstellen kann. Das große Gemälde, das hier im Innenraum und auf dem Gelände hinter dem Gebäude zwischen Ende März und Mitte Juni entstanden ist, ist für diesen Ort konzipiert worden von dir. Und ich wollte dich fragen, welche Situationen dich interessieren für eine solche ortsbezogene Malerei? Kannst du das beschreiben? Ja, also eine der größten Inspirationen für meine Raumüberlegungen kommt tatsächlich aus dem Fußball oder aus dem Feldspiel. Also wo das Zusammenspiel, das telepathische Vertrauen, das Vorausahnen von Beobachtung, Raum ausdehnen, Raum verdichten, in Entfernungen denken, wenn das alles, das kann man da unheimlich gut beobachten. Und das heißt, du nimmst einen Raum, für den deine Malerei dann konzipiert wird, wie ein großes Feld war, ja, in das du dich hineinbegibst, ja, und auf dem du dann deine Markierungen vornimmst. Ja, ich nehme das als Feld wahr. Das Feld besteht aber nicht aus einer Fläche, sondern das Feld besteht letztlich im Stadion ja auch aus ganz vielen Elementen, die drumherum sich irgendwann, weiß man gar nicht mehr, wo hört das eigentlich auf. Also ich glaube, dass das Periphere auch einen enormen Einfluss hat auf die Bedingungen, die dann die Arbeit herstellen. Also ich empfinde eine Arbeit als eine Art Zusammenfall von Möglichkeiten, sowohl der Begebenheit, in der wir uns befinden, mit der Architektur, mit der Größe, dem Volumen, der Möglichkeit nach draußen zu laufen, der Andersartigkeit des Außenraums in seiner Funktionalität, als hier der institutionelle Rahmen mir bietet. Und dann natürlich die Leute, mit denen wir arbeiten. Die kuratorische Einladung hat ja auch eine Intention, die verschwindet ja nicht dadurch, dass plötzlich die Arbeit dann an einen Ort tritt, der die Einladung verursacht hat. Und diese ganzen einzelnen Elemente plus dem Zustand, in dem sich meine Arbeit gerade in dem Moment befindet und meinen Überlegungen zum Malen und zu dem, was ein Bild heute sein kann. Diese Sachen, die greifen zusammen und die verändern sich ständig in ihrem Gefüge. Die bleiben nicht fest. Du hast ja in den vergangenen Jahren wiederholt solche In-Situ-Arbeiten machen können im Außenraum, sowohl in einem rauen Umfeld wie in Philadelphia auf einem Bahngelände. Du hast eine Außenarbeit gemacht am Strand in der Nähe von New York mit einem Strandhaus, das den Rockaways du mit deiner Malerei überzogen hast. Zuletzt ein Parkgelände in Aarhus, wo du auch über den Rasen und die Vegetation hinweg gemalt hast. Also deine Malerei, wie du sagst, kann überall landen. Ja, ein Bild kann überall, also ich finde Farbe oder ein gemaltes Bild kann überall landen. Es hat eine bestimmte Fähigkeit, in Unabhängigkeit von den äußeren Bedingungen aufzutreten. Aber natürlich wird es durch die äußeren Bedingungen immer konditioniert. Und dadurch verpflichtet sich das Gefundene oder das, was ich gerade so vorfinde als Situation, mit den Vorschlägen, die ich machen würde für die Situation. Da gibt es dann so eine Art paradoxe Gleichzeitigkeit von dem Entwurf, der durch mich kommt, und die Gegebenheit, die durch die vielen Mitspieler kommt. Mhm. Und die Interessen eventuell schließen sich vollkommen aus. Aber mich interessiert ganz besonders, dass es eine Gleichzeitigkeit von Dingen gibt, die sich nicht miteinander unbedingt so gut vertragen. Und dann entsteht genau in dem Moment, wo etwas Fremdes zu etwas Gefügtem kommt, so eine Art Notwendigkeit, dass die Verhandlung beginnt. Was kann wie wirken? Was kann wo sein? Und ich finde, dass das ein gemaltes Bild heute machen kann. Das heißt, du gehst als Künstlerin in eine vorgefundene Situation mit einer Bildidee, könnte man vielleicht sagen. Und dann entsteht ein Prozess des Arbeitens vor Ort, für den dann auch noch viele verschiedene andere Faktoren einen Einfluss nehmen auf das entstehende Bild. Mhm. Und für die Besucherinnen und Besucher wiederum, wenn sie dann dieses Bild selbst durchlaufen und sich in diesem Bild bewegen, ergeben sich ja auch unterschiedlichste
Faktoren, Verhältnisse, die auf die Wahrnehmung dieses Bildes Einfluss nehmen, beispielsweise die Lichtverhältnisse hier im Raum, die anderen Besucherinnen und Besucher, die gleichzeitig hier vor Ort sind. Der eine mag einen grünen Anzug anhaben, der andere eine graue Hose. Große und kleine Menschen bewegen sich um diese Körper herum und je nach Standort und Blickrichtung verändern sich Größenverhältnisse. Und was ich auch sehr bemerkenswert und für die Erfahrung dieser Arbeit besonders finde, man bewegt sich zwischen einem vertikalen und einem horizontalen Wahrnehmungsraum. Das ist eher ungewöhnlich für das Museum. Wir bewegen uns ja häufig mit einer Blickachse in der horizontalen. Aber so man das so vor sich hat, ja, alles. Ja. Genau, aber dass wir nach unten schauen und eine Bildwelt entdecken, mit vielen Details und unterschiedlichen Zonen. Das ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung, auch in dieser Arbeit. Ja, ich glaube, dass das eben auch so viele Möglichkeiten der Wahrnehmung plötzlich stimuliert. Also auch wenn ich hier so vorbeigehe, da gibt es natürlich auch was hier drunter, sehe ich aber nicht unbedingt. Also, oder man kann es auch vielleicht so nicht schnell nicht wahrnehmen, worum es eigentlich geht. Und ich bin jetzt gerade hier durchgelaufen und habe schon eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt. Und diese Wegstrecke ist ja auch schon wild. Und dann drehe ich mich um, dann ist die aber weg. Ne? Dann fängt was Neues an. Also ist so ein bisschen, als ob ich auch durch diese Zonen immer wieder neu versuchen kann, wie es dann hier so auf die Arbeit drauf geht, wie dann vielleicht da vorne auch die Malerei sich wieder ganz anders verhält durch die Bedingungen der Oberflächen. Wird ja nicht nur das Richtungssehen so, also vertikal, horizont, also viele Dimensionen, sondern auch die Art, wie das, was ich sehe, immer wieder durch die Tatsache, dass es auf was anderes drauf getroffen ist, ja, also auf eine Art Gegenstand sogar, könnte man sagen. Also die Farbe ist auf etwas drauf, ist etwas begegnet und hat dadurch wieder auch eine andere Ausprägung und Präsenz gekriegt. Und das kann ich mit meiner Präsenz dann auch ganz gut herausfinden. Das ist ganz, ganz schwer auf einem Bild oder in einer Dokumentation festzuhalten. Ne? Also das ist, wenn wir hier reinlaufen, ja, zum Beispiel, ne? Auch Betrachter und die Besucher dieses Bildes eine wichtige Erfahrung, dass das, was dich als Malerin beschäftigt und was auch in diesem Prozess nicht alles vorhersehbar ist, wie die Farbe auf unterschiedlichen Untergründen und unterschiedlichen Materialien arbeitet, wie sich ja, aber es ist Styroporstruktur dann die Malerei auftragen lässt. Es ist kein technisches Problem, ne, wie ist Malerei auf Styropor, sondern es ist natürlich auch der Widerstand, den dieses mehrdimensionale Teil ausübt, ne, dass er sich irgendwie auch gegen der Malerei irgendwie begegnet und sich gegen die stellt. Und, und ebenso stehe ich ja jetzt hier plötzlich drin, ne, in dem ganzen Trubel von Farbe und ich bin ja da auch so ein Widerstand. Nicht? Also ich kann plötzlich anfangen, vielleicht sowas auch zu entdecken, dass ich dem ja auch entgegenstehe, dem fast entgegenbringe, im Sinne von auch vielleicht Vorurteile, Unverständnis, Staunen. Also diese Form des vielleicht der Kollision eventuell könnte auch sowas wie eine Erfahrung sein. Ne? Und dass es dann dazwischen aber auch eine Lücke gibt, also zwischen den verschiedenen Ebenen, dass da plötzlich Fehlstellen sind. In denen dann das Bild sich nicht hat niederschlagen können, wo es eben durch den Widerstand aber nicht zu einer Abbildung gekommen ist von dem Vorgang. Ne? Dieses Moment der verschiedenen Zonen, die sich über das ganze große Bild hinweg entwickeln, ist ja ein kompositorisches Moment, wo du im Prozess des Arbeitens einerseits dich in einem bestimmten Bereich des Bildes bewegst, aber gleichzeitig auch das Ganze vor Augen hast. Und diese Entscheidung, in einer bestimmten Zone zu arbeiten und gleichzeitig doch das Ganze mitzudenken, das stelle ich mir als eine sehr energieverbrauchende Tätigkeit vor. Naja, ich mache ja viele andere Sachen nicht. Also ich erzähle keine Geschichte, ich habe keinen linearen Vorgang, ich muss nicht kausal denken, sondern ich denke eher in sowas wie Composite-Formen. Das Malen ist ja so grundlegend gesehen ein Auftragen von Farbe auf anderen Schichten und dadurch gibt es keinen Anfang, kein Ende.
Es gibt auch, gerade in und das betone ich ganz besonders stark in meiner Arbeit, indem es eben auch keine Wiedergabetechniken gibt. Es gibt keine Fotografie, es gibt keine Zitate, keine Textstücke. Nicht? Ich verlasse mich da vollkommen im Kern auf die Arbeit mit der Farbe, mit den verschiedenen farbigen Zonen, mit dem Zusammendrehen der farbigen Elemente zu einem Strang sozusagen, in einer Art von fast Gleichberechtigung der Farben, die dann das Ganze durchfluten, die ganze Arbeit. Und dadurch wird natürlich schon eine so ziemlich große Form hergestellt, durch diese Flutung mit dem Farbstrang. Und dem kann ich Richtungswechsel vornehmen durch diese Sachen. Ich kann, aber natürlich habe ich immer diesen Cluster, also da immer das Übereinanderliegen dieser vielen Schichten. Das ist eine Form des zeitlichen Denkens, die ist total verschieden von dem, was durch Sprache passiert, durch Film, durch Gehen, durch Laufen, durch Nacheinander, durch sowas wie Blättern oder so. Mhm. Und das ist insofern eine ganz andere mentale Disposition und ein anderes Training, was ich als Malerin habe, als jemand, der zum Beispiel Filme macht oder Musik schreibt. Was du da gerade beschreibst als vielleicht spezielle Anstrengung, ist letztlich macht für mich gerade Malerei so interessant. Und das bilde ich natürlich über viele, viele Jahre aus. Also wenn du meine erste Spreearbeit anschaust, aus der Kunsthalle Bern vor fast 20 Jahren, würde ich sagen, war die. Das war ja ein Grün. Und, in einer Raumecke. In einer Raumecke. Ja. Und aus diesem, und da konnte ich ganz viele Sachen beobachten, die heute immer noch für mich ganz, ganz grundlegende Prinzipien sind. Mhm. Wie zum Beispiel, dass der gemalte Raum auf den plastischen Raum trifft, dass das verschiedene Regelwerke sind, die miteinander kollidieren, dass die sich eigentlich ausschließen, aber trotzdem gleichzeitig sind. Und diese Gleichzeitigkeit, die zwingt dich irgendwie auch so in die Präsenz. Denn du kannst ja nicht sagen, Moment, ich gehe nochmal auf Seite 5, da kann ich das dann nochmal studieren. Ne? Oder das lege ich mir als Fotokopie beiseite und nehme es dann, wenn ich es brauche. Was du ja vorhin auch schon erwähnt hast, dass man eben hier durch so eine vielperspektivische Organisation, bist du letztlich eigentlich immer gefordert zu gucken, wie geht es da oder was sehe ich dort oder ist das jetzt Wand oder Styropor oder verbindet sich das vielleicht sogar, habe ich hier ein Missverständnis, dann gehst du 5 Schritte weiter und dann gibt es die Frage nochmal neu. Deine Malerei überschreitet Grenzen mit Farben und sie überschreitet und überschreibt Grenzzonen mit neuen Zusammenhängen. Wir haben hier und bewegen uns gerade auf die Grenze zwischen Innenraum und Außenraum zu. Die Malerei erstreckt sich übergangslos aus der Institution hinaus in den öffentlichen Raum. Und es würde mich interessieren, was dich genau an diesen Grenzzonen so beschäftigt. Ja, also ich finde ja immer, dass an der Grenze eine Einladung ausgesprochen ist, neu zu verhandeln. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Grenzen, die wir sehen, also diese Raumgrenze zum Beispiel, ist ja auch eine ganz artifizielle Grenze mit so einer Art Markierung. Aber unsere sozialen Beziehungen, der Austausch geht ja weit über diese Grenzen hinaus. Also es gibt ja diese Grenzen, aber gleichzeitig bedeuten die dann doch nicht das was wirklich. Ne? Ja, sie sind einmal gesetzt und sie können verändert werden. Ja, sie müssen neu ausgehandelt werden. Und diese Idee natürlich, dass das Bild sich aus etwas hinaus bewegt, in das es nicht hineingehört. Ich habe mir irgendwie mittlerweile ja diese Frage auch gestellt, denn ich habe nie das Gefühl gehabt, ich würde aus der Leinwand ausbrechen. Mhm. Also ich kann mich auch erinnern, als Kind schon auf Dinge gemalt zu haben, die nicht typisch für Malerei als Untergrund gebraucht werden. Aber das ist in der Malereigeschichte auch so. Mhm. Es kann überall drauf sein, auf Holz, auf Steinen, unter der Höhle, auf Blatt, auf Papier, auf Haut. Ne? Es ist die allermöglichste Form der Malerei, haben immer traditionell stattgefunden. Und erst durch das Portabelwerden des in der bürgerlichen Sammlung stattfindenden Tafelbildes gibt es diese Konfusion, dass man aus etwas ausbrechen müsse, um wieder in die Freiheit zu kommen. Und ich sehe es eher so, dass das Bild von außen reinkommt. Also ich finde, das Bild hat eine Art Einfallsmöglichkeit in die Situation. Es bricht ein oder bricht hervor, aber es entwickelt sich nicht aus irgendwas Kleinem. Die Malerei oder das gemalte Bild ist nicht im Entstehen, indem ich eine Leinwand ausspanne. Das ist aus meiner Sicht ein vollkommenes Missverständnis. Das gemalte Bild existiert quasi schon und muss nur noch irgendwo landen. Und da gibt es wunderbare Flächen. Also ob das jetzt der Asphalt ist oder und viele Lebensbereiche kennen das auch. Ja, also die Bildform, die eingebaut wird in andere funktionale
Systeme. Die Malerei ist der Zusammenhang, in dem man deine Arbeit mit diesen Farben, diese dynamische Arbeit mit den Farben sicher mal zunächst hineinstellen würde. Aber für mich ist ja sehr charakteristisch, dass deine Arbeit multidimensional ist und man könnte sie auch multimedial nennen. Es handelt sich um Malerei, die sich in einer gegebenen Architektur verortet. Für diese Ausstellung hast du große Polystyrolkörper wie eine Bildhauerin bearbeitet und du schaffst eine Inszenierung, in der die Besucherinnen und Besucher zu Mitwirkenden werden. Auch die Licht- und die Wetterverhältnisse, das Vogelgezwitscher, die Geräusche von vorbeifahrenden Autos, zum Beispiel. Eine Skulptur, die hier vor Ort schon gestanden hat von Bruce Naumann, der Wechsel der Jahreszeiten, alles das hat einen entscheidenden Anteil an der Wahrnehmung des Bildes. Kann man also von einer Gesamtinszenierung sprechen, die sich aus den von dir geschaffenen Formen und Farben sowie unvorhergesehenen, vorgefundenen Momenten besteht? Ja, sicher, würde ganz bestimmt denken, dass es eine theatralische Inszenierung ist von dem, was ein gemaltes Bild sein kann. Das finde ich auch so interessant an der Ausstellung. Also die Ausstellung ist so eine ganz andere Situation als das Betrachten eines Kunstwerkes oder einer Arbeit im Atelier oder in der Privatsammlung. Und das hat mich auch, glaube ich, ganz früh dazu gebracht, das zu überlegen, wie das gehen kann für Malerei. Mhm. Also ich habe das als so ein bisschen absurd empfunden, dass man Wände baut, um dann Bilder dran zu hängen. Yeah. Und habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass Malerei der Haut des Gebäudes so stark folgen muss, um dann da dran zu sein, wie ein bisschen etwas wegkommen von der Wand. Mhm. Und das hat mich total fasziniert, darüber nachzudenken, wie weit könnte ich von der Wand wegkommen, dass das Bild noch im Raum sich artikuliert. Ist das Bild nicht vielleicht eine ganz andere plastische mentale Form als jetzt das ganz Flache, auch wenn es dann nachher auf der Fläche gemalt ist? Könnte es nicht vielleicht sein, dass es so etwas ist, dass es eine ganz andere räumliche Bedingung braucht? Also eine, die vielleicht vom Sehen her kommt, wie das Auge, das ja auch überall so sein kann. Also meine Augenbewegung ist tatsächlich eine sehr, sehr plastische Bewegung, die auch Ausdehnung ermöglicht, wie zum Beispiel hinten gucken auf die Kacheln des Hauses, auf die Dachkachel. Das ist ja fast so wie Fliegen von einem Vogel oder so. Also Entfernung überbrücken. Ja. Meinen Körper wohin tun, wo er nicht ist, aber trotzdem Informationen ablesen, die er dann wiederum nach hierhin bringen kann. Und so ist auch, glaube ich, mein ausdehnendes Arbeiten zu erklären und meine damit verbundene Neugier zu gucken, wie wäre es, wenn der malende Körper noch mehr sendet und dann wieder von da reinholt. Und dann war die Überlegung zu sagen, okay, dann baue ich eben etwas, was dann auch zur Ablagerung der Bildform führt. Ja? Könnte das nicht vielleicht auch schon aus dem Malen heraus entstehen, aus den Bewegungen, die im Raum vom Körper vorzunehmen sind? Und das erklärt auch etwas, diese Vielfältigkeit der visuellen Gier, die mich, also es ist fast hybrid und ich habe auch ein bisschen Hemmungen. Ich würde sowas eher sowas nennen wie ein Geist, ja, oder so. Ja, also etwas, was zwischen Modell und wirklichem Objekt sich bewegt. Du hast ja eine große Neugier für unterschiedliche Künste. Du bist viel ins Theater gegangen, hast schon als Jugendliche Tanzaufführungen gesehen, interessierst dich für Literatur. Also das ganze Feld dieser medialen Möglichkeiten ist dir bewusst und du arbeitest mit unterschiedlichen medialen Möglichkeiten. Und dann gerade bei diesen ortsbezogenen Malereien handelt es sich dann um ein Gemälde auf Zeit. Die Ausstellung, die Arbeit existiert für die Dauer der Ausstellung. Danach wird sie wieder abgebaut und das bekommt das Werk eine besondere Dringlichkeit. Denn man kann es ja nur jetzt und hier und für die Dauer dieser Aufführung erleben. Also insofern würde ich hier auch von Aufführen von Malerei sprechen. Ja, also ich finde auch in dieser, es gibt eine solche Schönheit in der Verschwendung. Und die Schönheit, die dauert dann an, gerade weil das ein Ereignis ist und weil das Ereignis in der Gegenwart erloschen ist.
Also dadurch gibt es auch diese Einmaligkeit, ja, einmal und nie wieder. Ja, und ja. Das ist eben ein besonderes Format, das du hier wählst. Du arbeitest ja auch auf Tafelbildern, Malerei auf Leinwand, es gibt bemalte Körper, aber diese In-situ-Arbeiten sind eben für die Dauer einer Ausstellung konzipiert und entstanden. Und sie haben eine große Dynamik. Und diese Dynamik ist für den Besucher und die Besucherin, die sich hier durch das Bild bewegen, sehr gut erlebbar. Die Gesten, die du mit deinem Handwerkszeug auf dieser Malereifläche schaffen kannst, übertragen sich auch körperlich auf den Betrachter und die Betrachterin, die sich durch diese dynamische Situation bewegen. Und insofern interessiert mich dieses Zusammenspiel von einer abstrakten Malerei und einer ganz konkreten räumlichen, malerischen, farblichen Situation, die man in diesem Zusammenspiel wirklich erfahren kann. Ja, ich denke auch, dass das, was du da beschreibst, vielleicht sich schon herauswindet aus dem Begriff abstrakte Malerei. Also das ist ja doch auch ein historischer Begriff, der zwar jetzt schon mehrere Generationen in der Erneuerung sich befindet, aber ich würde den ja selber nicht so ganz eindeutig benutzen können. Wie ich eben beschrieben habe, dass ich die Dynamik dieser Malerei ganz unmittelbar körperlich erfahren lässt, ist beeindruckend, weil damit die Fähigkeit der Kunst, Imaginations- und Möglichkeitsräume zu eröffnen, wirklich körperlich real erfahrbar wird in der Bewegung durch dieses Bild. Und ich denke, dass für die Gesellschaft dieses Potenzial der Kunst von sehr großer Bedeutung ist. Und ich weiß auch, dass dich dieses Potenzial und dieses Wirken von Kunst in die Gesellschaft beschäftigt. Aber ich denke, dass eben natürlich das, was du sagst, ganz wichtig ist, dass, dass wir Künstlerinnen und Künstler uns damit beschäftigen, Vorschläge zu machen, die zeigen, wie die Alternative aussieht. Und zwar interessanterweise eben nicht unter der Bedingung, dass man das, was man vorfindet, wegrasiert, wie vielleicht bei den Utopisten, sondern wo man sagt, okay, das sind die Gegebenheiten, aber ich gestalte die jetzt erstens, indem ich sie erkenne, sowieso schon oben. Und dann könnte man ja in so einer geordneten Situation, wo man denkt, hier ist gar nichts mehr zu machen, ist siehe da ein Vorschlag möglich, den man sich so nicht gedacht hat. Wird ein Raum gezeigt, den man vorher so nicht gesehen hat. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand sagt, ich sehe da aber was, der andere sagt, nee, ich sehe es nicht. Und plötzlich sieht man es dann doch. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die man machen muss oder die ich auch machen muss als Künstlerin, wenn mir der Raum gegeben wird, muss ich den ausfüllen. Und ich denke, dass die Stadtgesellschaft das auch sehen muss in einer kleineren Gemeinschaft, nicht nur die große, vielleicht abstrakte Gesellschaft, sondern wir hier auch in der Stadt Berlin. Es ist ganz, ganz notwendig, dass das erkannt wird, was das beiträgt zum Entwickeln von bildnerischem Wissen. Und das ist natürlich ganz toll, dass so eine Institution, die der Gegenwartskunst verschrieben ist, diese Laborbedingungen erschafft für Leute mit einer Entwicklung, die dann irgendwann dazu führt, dass man so eine große Arbeit auch denken kann. Die drängt man ja nicht aus dem Stande Null heraus. Und es ist die Aufgabe und der Auftrag des Museums, für zeitgenössische Kunst Räume anzubieten, der Kunst Raum zu geben und die Besucherinnen und Besucher einzuladen, so eine großartige Arbeit zu erleben. Wir können das in diesem Falle auch im Wechsel der Jahreszeiten. Die Ausstellung ist bis zum 10. Januar 2021 hier im Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin zu sehen. Und ich danke sehr herzlich Katharina Grosse, dass sie unsere Einladung zu dieser Ausstellung und zu diesem Video-Walk angenommen hat und wünsche uns allen und den Besucherinnen und Besuchern eine großartige Erfahrung hier in dieser Malerei. Vielen Dank.